So, Freunde, heute gibt es ein Unboxing der Stimulation Pro X Mini. Die Pfeife ist jetzt gerade released worden. Wir sind wieder live im Stream und schauen die Pfeife im Stream heute an. Also wenn ihr das Video seht auf YouTube, dann ist die schon online. Wenn ihr sie euch holen möchtet, könnt ihr sehr, sehr gerne den Code SWISS benutzen. Wird dann im Video irgendwo hier eingeblendet. Damit kriegt ihr noch zu der Bestellung ein Edelstahlmundstück und ein Silikonschlauch im Wert von, ich glaube, 50 Euro oder so dazu. Lohnt sich also für euch und zusätzlich unterstütze mich noch dabei. Ich glaube, vielleicht wird das sogar das erste Video aus der neuen Location. Wieder mit Top-Ansicht am Start und ja, haben wir das gute Stück. Ich hätte theoretisch ein Briefing bekommen, wie, wo, was, wo, aber das habe ich verpasst, weil ich die falsche Zeit im Kopf hatte. Also habe ich eigentlich genau die Experience jetzt, wie wenn sie jemand kauft und einfach die Bilder davon gesehen hat, noch kein Review und so. Aber dann schauen wir jetzt mal rein, was da alles drin ist. Oh, die ist aber klein. Voll süß. Ich hatte sie irgendwie etwas größer erwartet. Hier haben wir die kleine Box und die ist wirklich klein. Also ihr seht, das ist anderthalb Hände breit. Schauen wir uns kurz die Verpackung an. Stimulation Pro X Mini. Ich habe die Farbe Atlantic Blue. Die anderen Farben zeige ich euch dann gleich noch, die es gibt. Hier vorne haben wir das Stimulation Logo. Da nix. Da eine schematische Darstellung der Pfeife. Hier haben wir auch noch Scope of Delivery, also Lieferumfang, Stimulation Pro X Mini, Stimulation V2A Schlauchadapter, Höhe 40 cm, Gewicht 2,7 kg, Durchmesser vom Glas, finde ich geil. Wichtig, wenn man das auf eine neue Bowl packen möchte oder so. Da Füllmenge 0,4 bis 0,5 Liter. Please note that our handcraft glass will memory, ja, bla bla bla. Stimulation Steam Click 360 Features, also das heißt, es ist wieder das Feature, dass man 360 Grad drehen kann. Advanced Closed Chamber System and Perfect Airflow Technology. Wild. Compatible with Stimulation Blow-Off Options. Und ich denke, da kommt dann das hier ins Spiel. Aber ja, dann schauen wir mal rein. Also hier haben wir wahrscheinlich die Bowl drin, dann fangen wir mit der gleich an. Ah, lol. Ja, das ist schon alles. Also der Karton hier ist jetzt leer. Der kam weg. Und hier haben wir dann noch dieses kleine Ding. Ui. Das ist die Farbe Arctic Blue. Sieht mir fast etwas mehr nach lila aus. Ich würde dem jetzt nicht unbedingt blau sagen. Ihr seht, das, also ich habe hier... Okay, ich habe da hinten ein Licht, das etwas lila schimmert. Aber ich weiß nicht, ob lila das richtige Wort ist. Ich kann euch das auch mal einblenden. Aber ja, blau weiß ich jetzt nicht, ob das blau ist. Schauen wir uns die Bowl mal etwas genauer an. Also im Boden sehe ich keine einzige Blase. Manchmal ein, zwei kleine sind ja überhaupt nicht schlimm. Das gibt es bei der Fertigung. Außerhalb von der Beschichtung, das ist die typische Stimulation-Beschichtung, wie ihr sie auch kennt von der Pro X und so weiter. Hier mit dem Schlitz, damit man den Wasserstand sieht. Sieht einfach sehr, sehr edel aus mit dem matten, mit der matten Farbe und dem Stimulation-Logo in schwarz. Dann oben haben wir den Schriftzug Pro X Mini und hinten die Seriennummer. Und hier oben das altbekannte Stimulation Click System, das ich extrem geil finde. Da kann man einfach runterziehen, Base reinmachen und dann kann man die auch drehen nachher. Dann schauen wir uns mal das Tauchrohr an. Kommt schon mit der Base verschraubt. Also beim Aufbau kann man eigentlich nichts falsch machen, weil die Pfeife so gut wie schon zusammengebaut ist. Hier haben wir einen Diffusor, den man verstellen kann. Das können wir auch komplett wegnehmen. Aber man kann den zumachen. Dann hat man keinen Diffusor oder ganz aufmachen oder nur einen Schlitz aufmachen, dass jeder so einstellen kann, wie es für ihn am besten passt. Verarbeitung sieht wieder mal 1A aus, also da habe ich bei Stimulation nichts anderes erwartet. Das wird nicht schlechter sein als bei den anderen Stimulation-Pfeifen. Übrigens, beim Tauchrohr passt auch der Stimulation-Belüftungs- und Molassefänger-Diffusor drauf. Zudem werde ich auch noch ein einzelnes Video machen, weil ich den so geil finde. Bin ich jetzt wegen dem Umzug leider noch nicht dazu gekommen. Dann kommen wir weiter zur Base. Hier ist noch der Teller oben reingesteckt. Dann hat man hier einmal die kleine Baby-Base. Auch hier Verarbeitung sieht extrem geil aus. Wir können noch schauen, wie die Gewinde laufen. Mache hier einmal. Ja, sehr, sehr geil. Also butterweich. Hier unten haben wir in der Base drei Kugeln drin und einen Ausgang für den Schlauchanschluss, der dann hier oben sein wird. Blow-off seht ihr hier schon, wird Richtung oben gehen. Und wenn wir jetzt das Ganze zusammenbauen, einfach hier drauf,
unten runterziehen, loslassen und die Base ist drauf. Und hier sehe ich auch, das sieht etwas anders aus als bei den anderen Simulation-Pfeifen. Hier hat man noch einen Ring in der Mitte, sonst ist das ja meines Wissens immer durchgehend. Und hier hat man jetzt einen optischen Ring drin. Sieht auch geil aus. Dann schauen wir mal, was noch hier drin ist im Zusatzpack. Aha, hier haben wir noch eine Rauchsäule. Auch typisches Simulation-Design, schön gerade, keine großen Spielereien. Gegen oben wird es etwas größer, damit der Teller drauf passt. Aber sonst schlichtes Design. Hier unten haben wir noch einen sehr, sehr qualitativ hochwertigen O-Ring drin. Und dann haben wir noch die klassischen Teile für den Teller oben. Schliff, dass der hier reingeht. Der fittet gut. Da hat man auch in der Vergangenheit ab und zu mal Probleme gehabt. Schaut mal, wie schön, dass der reingeht. Also so ist es noch nicht ganz drin. Und dann kann man mit dem O-Ring das noch runterdrücken und dann schließt er komplett zu. Simulation hatte, glaube ich, in der Vergangenheit Probleme mit Kunden, denen hier oben Molassefänger und solches Zeug stecken blieb. Und deswegen haben sie sich entschieden, hier die O-Ringe reinzumachen, damit dieser Schliff nicht verkanten kann. War manchmal etwas locker, dass das etwas Spiel gehabt hat. Aber hier passt das sehr, sehr geil. Dann beim Teller ist noch die typische Schutzfolie drauf. Der kommt nicht in Grau und nehmt das weg, sonst werdet ihr eine Überraschung haben, wenn ihr das erste Mal die Kohle anmacht. Das ist immer etwas mühsam, die Folie hier wegzunehmen. Wenn man einmal drunter ist, kann man das schön abziehen. Das sorgt einfach dafür, dass nichts verkratzt in der Produktion und im Versand und dass man sofort schöne Fingerabdrücke drauf hat. So, auf der anderen Seite. Genau, dann haben wir hier den Teller. Der ist schön gebürstet. Ihr seht es, wie das Licht sich drin spiegelt. Sieht auch sehr geil aus. Und dann kann man den einfach hier oben drauf machen und den Kopfadapter draufschrauben. Und dann kann man auf der Seite noch den Schlauch reinmachen. Ich denke, das ist ein 18/8 Schliff, aber gekürzt. Das heißt, es werden nicht alle Anschlüsse drauf passen. Aber ihr werdet, wenn ihr viele habt, einen finden, der da safe drauf gehen wird. Ja, so sieht dann die Pfeife aus im Standard-Lieferumfang. Das kriegt ihr für 209 Euro. Ich kann ihn noch etwas nach vorne halten. Sehr, sehr geil. Feiere ich extrem, dass es eine schön kleine Pfeife ist, die, wie gesagt, irgendwie 38 cm oder so ist die Höhe. Perfekt für Schreibtischpfeife oder wenn man sonst nicht auf so große Pfeifen steht. Und optisch, ich bin halt einfach ein Fan von dem schlichten und edlen Design von Simulation, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es. Hier seht ihr die Bowl-Farben, die es alles gibt. Einmal Clear, wie man es kennt. Dann die Arctic Blue, die ich hier habe. Einmal Schwarz Matt und die Farben Graphit und Petrol Green. Die kennen wir auch schon von der ProX alle. Und noch Weiß Matt. Also 6 Farben am Stück hier. Ich sehe, es ist keine Crystal Ball mehr am Start. Das gab es ja bei den anderen Modellen. Aber hier haben wir diese 6 Farben von der Simulation. Ich persönlich finde die Graphit und Petrol Green und Arctic Blue sehr geil, weil sie doch noch etwas spezieller sind, aber trotzdem immer noch schön edel und schlicht. Also farblich ist da auch für jeden was dabei. Finde ich geil, dass Simulation da seit der Pro X Serie, glaube ich, das Angebot etwas ausgeweitet hat. Vielleicht mal zum Größenvergleich. Hier. Habe ich eine Breeze 2, die im Moment gut geraucht wird. Und ihr seht, die ist eigentlich genau gleich groß. Also der Teller ist ein paar Millimeter höher bei der Breeze, weil er mehr gebogen ist. Aber ansonsten von der Größe her ist es eigentlich identisch. So wäre die Pfeife zwar auch nice. Schöner Blow-off gegen oben an den Teller, nehme ich mal an. Aber es gibt da noch etwas mehr. Und zwar die Sleeve-Sets. Die Pfeife kann man noch etwas upgraden. Dann schauen wir hier mal rein, was wir alles haben. Und ich hoffe, der Aufbau ist etwas simpler als bei der Pro X. Da war ich ja dann etwas los. Da ist sogar nochmal der Diffusor mit dabei, den ich vorhin angesprochen habe. Wie gesagt, den werden wir in einem anderen Video noch genauer testen. Dann haben wir einen Carbon Sleeve. Oh gut. Ja, ich denke, das wird das Blow-Off-Set sein. Uiuiui, das wird wieder eine Wissenschaft, das Ganze zusammenzubauen. Hier haben wir die Blow-Off Adapter Plate. Das macht dann so einen Teller Blow-Off. Blow-Off Adapter Side.
Blow-off-Adapter up, Blow-off-Adapter down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier findest du die Montageanleitung. Perfekt, Kuss geht raus, Stimulation. Das hier ist der Sleeve Adapter. Also wenn ihr einfach nur ein Sleeve auf die Pfeife drauf machen möchtet, könnt ihr das mit dem Sleeve Adapter hier machen. Das ist dieses gute Stück hier und das kostet 9,90 und wir schauen mal, wie wir das montieren am besten. Das kann nicht richtig sein. Ich denke, dann braucht es noch einen von denen hier. So, rausgekriegt. Perfekt. Ist doch gar nicht so schwierig. Was bringt dann einem nur der Sleeve Upgrade Adapter? Ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Ist etwas verwirrend, weil der Sleeve Upgrade Adapter einzeln verkauft wird, aber der alleine bringt nichts. Da brauchst du dazu noch einen Blow-Off Adapter. Und das sind die, die ich hier habe. Blow-Off Adapter down, das heißt, der pustet down. Blow-Off Adapter up, der pustet up. Und hier habe ich zum Beispiel den Blow-Off Adapter side. Und dann machen wir wirklich einfach den Sleeve Upgrade Adapter drauf, den Sleeve rein. Den Top Adapter hier fädelt man auf die Rauchsäule auf. So, und dann macht man das alles rein und schraubt es an. Und dann hat man jetzt ein Blow-Off mit Sleeve, das zur Seite geht. Mit dem hier, einem dieser für 14,90, also Blow-Off Adapter Side, Blow-Off Adapter Down oder Blow-Off Adapter Up. Und einem Sleeve habt ihr diesen Blow-Off hier. Ist etwas kompliziert, aber jetzt gibt es auch noch was Neues. Und das ist auch etwas einfacher, ein Blow-Off Set. Das habe ich jetzt hier. Also bei diesem Set für 49,90 sind dann diese drei Teile hier mit dabei. Hier haben wir einmal, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich nehme mal an, das kommt hier unten hin. Wir versuchen das jetzt mal ohne Anleitung aufzubauen, weil das sollte ja eigentlich möglich sein. Den oberen. So, Freunde, also ich habe es jetzt rausgekriegt. Ich habe die Anleitung gelesen, war auch nicht ganz klar mit kegelförmig, nicht kegelförmig und so. Der hier, was ich als kegelförmige Einbohrung sehe, ist nicht die kegelförmige Einbohrung. Die kegelförmige Einbohrung ist anscheinend im anderen drin. Das heißt, der mit dem Ding hier kommt unten drauf hier. Der andere fädelt man in den Sleeve auf. So. Und dann macht man den Sleeve hier drauf. Oder wie man es dann zusammenschraubt, ist jedem selber überlassen. Und dann kann man das Ganze zusammenschrauben. Und so sieht dann das Ganze aus, wenn man hier den X-Blow-Off... Weil wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da gehört, dass es 15 verschiedene Blow-Offs geben soll. Mit dem Teil hier. Schauen wir mal. Aber ja, die Pfeife sieht dann nicht mehr ganz Stimulation-like aus, wenn das drauf ist. Ihr könnt es hier sehen. Da ist dann etwas mehr Wii dran, also nicht mehr einfach nur klassisch clean. Ich lege mal Kohle, mache die Pfeife sauber und dann rauchen wir das gute Ding endlich mal. So, Kohle ist an, Kopf ist gebaut, Pfeife ist ready, Wasser ist drin. Und wir nehmen jetzt gleich mal den ersten Zug. Ich habe vom Wasserstand her, wie gewohnt, etwa einen Zentimeter über dem untersten Teil vom Diffuser das Wasser gefüllt. Und der Diffuser ist komplett offen, weil ich es mag, mit Diffuser zu rauchen. Und mir wurde jetzt im Chat schon angekündigt, dass ich vielleicht von der Lautstärke etwas überrascht sein werde. Die blubbert auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie gut, dass ihr das Blubbern hört, aber sie blubbert wirklich. Dafür, dass sie einen Diffuser hat. Also es hat nichts mit einem zu tun. Das ist wirklich ein Durchzug, finde ich schön leicht. Finde ich sehr angenehm. Hat einen leichten Widerstand. Für mich muss der mindestens sein, der Widerstand, der da ist. Also es ist nicht wie Atmen. Für mich ist das Rauchverhalten sehr, sehr nice. Also finde ich angenehm. Und jetzt schauen wir uns mal die Blow-Offs an. Und das Ding ist, dieses neue Blow-Off-System, da haben sie wieder mal komplett übertrieben beim Rumbasteln. Da kann man alles Mögliche einstellen. Also man hat hier unten eine Reihe Löcher und man hat hier oben eine Reihe Löcher. Und jetzt je nachdem, wie man die Dinger hier einstellt, kriegt man andere Blow-Offs bis zu 15. Schauen wir mal, wie das aussieht, was ich jetzt gerade eingestellt habe.
Okay, jetzt habe ich einen auf beide Seiten oben und unten gerade raus eingestellt. Sieht auf jeden Fall wild aus. Blower von oben nach unten sieht sehr schick aus und mit hier zur Seite, dann kann man wahrscheinlich hier auch ganz nach unten machen und jetzt treffen die sich in der Mitte. Da bin ich mal gespannt, ob es dann in der Mitte so ein gibt und auseinander geht. Also ihr seht es von hinten nicht so gut, aber wenn die sich in der Mitte treffen, dann gehen die so auseinander. Aber weil das Licht jetzt etwas stark ist, sieht man das nicht wirklich. Ja, etwas sieht man es. Ist auf jeden Fall geil. Ja, hier kann man halt alles mögliche einstellen. Ich denke, wenn man so macht, geht der obere nach unten und dann kann man wahrscheinlich so in die Mitte hier und dann oder so etwas nach unten und dann geht der untere nach unten und der obere nach oben. Yes, also ihr versteht das Prinzip. Man kann wirklich alles mögliche einstellen. Vor allem finde ich es geil, ich hasse es rumzuschrauben. Die Adapter und so, die Blow-Off-Adapter sind zwar nice, aber man muss jedes Mal die Pfeife komplett umbauen, wenn man einen anderen Blow-Off haben möchte. Dann muss man oben ein neues Teil hinmachen, unten ein neues Teil, damit es etwas in die andere Richtung geht und so. Das feiere ich persönlich nicht, mache ich auch sehr, sehr selten. Also wenn ich solche Pfeifen habe, dann baue ich sie mir einmal auf, so wie ich sie schön finde. Und dann bleibt das auch so. Aber so ist halt geil, dass man wirklich während dem Rauchen alles so umstellen kann, wie man will. Ja, es sind halt Blow-Offs im Moment. Es gibt so viele verschiedene Blow-Offs. Alles geht auf Blow-Off. Ich möchte 95 verschiedene Blow-Offs bei meiner Pfeife haben. Ist auf jeden Fall geil, verschiedene Blow-Offs zu haben. Ist geil, dass man sie so einfach umstellen kann. Aber man muss halt auch bedenken, dass das Ding im Moment im Angebot fast 50 Euro kostet. 49,90 kostet das Set jetzt im Angebot, sonst 70 Euro. Es wertet die Pfeife auf jeden Fall nochmal auf, aber wie gesagt, es ist eine Spielerei. Ihr werdet daran bestimmt Freude haben, aber es sind halt nochmal 50 Euro mehr, die ihr dafür ausgegeben habt. Also, wenn ihr viele Blow-Offs möchtet und die Blow-Offs einfach umstellen können möchtet, dann seid ihr hier auf jeden Fall bedient. Also für alle Blow-Off-Fetischisten ist das die perfekte Pfeife, weil man kann so easy wirklich alle möglichen Blow-Offs einstellen. Das Einzige, was nicht geht, ist der Teller Blow-Off, den ich persönlich auch sehr schön finde. Dazu muss man dann mit diesen Blow-Off-Adaptern hier arbeiten. Und mit dem Teller hier, das habe ich ja schon bei der Pro X2 gezeigt, wie das funktioniert. Und dann kriegt man noch einen Teller-Blow-Off hin. Aber man könnte sich die Pfeife komplett ausrüsten. Das würde dann aber auch einiges kosten. Also ich habe es kurz angelenkt mal Pi ausgerechnet. Etwa 330 Euro kostet es, wenn man sie wirklich voll komplett ausgestattet haben möchte. Nicht mit allem Sleeve, einfach mit einem Sleeve, wie ich ihn jetzt hier habe. Aber mit diesem Blow-Off-System, mit dem normalen Sleeve Blow-Off-System und mit der Platte hier oben für den Teller Blow-Off kommt man etwa auf 330 Euro mit der Pfeife, aber das braucht kein Mensch. Also ich persönlich würde empfehlen, wenn ihr die Blow-Offs feiert, holt euch das X-Blow-Off-Set. Da habt ihr 15 Blow-Offs mit dabei. Es geht einfach zum Umstellen, ihr müsst nicht blöd rumschrauben. Dann holt ihr euch, wenn ihr vorig Geld habt, holt ihr euch lieber noch verschiedene Sleeves dazu. Und dann seid ihr ausgerüstet für 260 Euro. Das ist sehr, sehr viel für eine so kleine Pfeife. Aber Simulation, Verarbeitung, 1A, Design, Geschmackssache wie immer. Ich finde es sehr, sehr geil. Aber die Innovation ist halt auch ein Punkt. Man hat hier das 360-Grad-System von Simulation und auch das mit den umstellbaren Blow-Offs hier habe ich so bis jetzt noch nicht gesehen. Da geht auch einiges an Entwicklung raus. Ja, alles in allem finde ich die Pfeife sehr gelungen. Etwas laut, vielleicht etwas teuer, wenn man das alles dazu haben will, aber das ist wieder mal eine Luxuspfeife hier. Das gönnt man sich was. Ich denke, die wird bei mir jetzt eine Zeit lang sicher auf dem Schreibtisch. Im Moment die Breeze zweimal etwas ersetzen, damit ich etwas neuen Wind reinkriege. So, Freunde, und ich denke, ich habe jetzt alles gesagt zu der Pfeife. Falls ihr noch Fragen habt, wie immer, sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr sie euch holen möchtet, nicht vergessen, Code SWISS eingeben für den Support. Und wie immer freue ich mich über jeden Kommentar, jedes Like, jeden Daumen nach oben. Like und Daumen nach oben ist dasselbe, perfekt. Und natürlich jedes Abo.
Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Und ja, haut rein, guten Rauch an alle. Tschüss.